Grand Prix stand da, sonst ziehe ich noch. Dann mache ich das schnell. Das geht ganz fix. Ich würde nach dem Grand Prix Stand auslosen, das heißt, so wie. Es geht ganz fix. So wie es im Grand Prix stand, so fangen wir an, die Täfelchen zu ziehen. Könnt ihr ja schon mal anfangen. Das heißt, der Bringer des letzten Stellschacht Grand Prix, der alle Turniere mitgespielt hat und sich sogar leisten konnte, über 10 Grand Prix Punkte zu streichen. Ja, Dirk Paulsen, der erste Grand Prix Teilnehmer. Der Applaus darf natürlich trotzdem gehen, weil jeder hat hier eine Top-Line. Und die Nummer, die da drunter steht, bitte kurz dem. Ja, die steht hier drunter, auf dem gelben Zettel. Das ist viel wichtiger. Ich kann sie nicht sehen. Ist das die 8? Ja, mit dem Punkt unten. Ja, das ist die 8. Dirk Paulsen ist die Nummer 8. So, der nächstplatzierte brauchte nur 4 Turniere, um auf Platz 2 zu landen. Auch mit einer sehr starken Leistung, zwar kein Turnier gewonnen, aber zweimal Zweiter und einmal Dritter. Jakob Meister vom Schachclub Zehlendorf. Oh. Ja, was dir am besten schmeckt. Und dann musst du die Nummer sagen. 14. Jakob hat also die Ehre, oder ich weiß nicht, ob es gut ist, Jakob ist derjenige, der sitzen bleibt, das gesamte Turnier über, und zwar an diesem Tisch dort, ja, also an dem Tisch am Fernseher. Ja, gut. Dann, das wäre, ja, das weiß ich. Gut, nächster Teilnehmer. 2 Grand Prix Turniere gewonnen, einmal zweiter Platz. Das hat schon gereicht. Sergej Kalinitschew vom Schachtor Polska. Ja. Okay, gucken wir mal. Die 10. Auf dem nächsten Platz landete der Nächste, der fast jedes Turnier mitgespielt hat. Und ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus. Ich habe vorher vergessen zu fragen. Jorge, richtig? Ja. Jorge Rincon Bascon. So. Tja. Robert muss die letzte nehmen als Zweiter. Wieso? Ich kann auch die Vorletzte nehmen. Okay, das können wir, machen wir noch zwischen die 6. Können wir aus dem Box? Können wir das Boxen kommen? Das Ergebnis der letzten Liste. So, okay, auch nur 3 Turniere spielen brauchte und trotzdem locker in den Grand Prix ins Finale geschafft. Georg Hatschibatze vom Schachclub Philipp Kiel. Hier war hell, ja? 11, kriegt die 11. Dann im letzten Turnier, in dem super stark besetzten Turnier der Schachfreunde Berlin, hat er sich durch den Turniersieg locker auch noch ins Finale gespielt. René Stern vom Schachclub König Tegel. Also oben sind die nicht klar, ne? Das ist nicht so klar. Die Karten sind alle gleich. Das ist ausgeschlossen. Knusperflakes. Nee, hier auf dem Planer. Oh, die 1! Auf Platz, ja, weiter, nächster Teilnehmer. Auch 3 Turniere gespielt. Und zwar keins gewonnen, aber trotzdem massenhaft Grand Prix Punkte gesammelt. Jan Wendt von den Schachfreunden Berlin. Die 7. So, unser Senior, ja, unser der reifste von allen Teilnehmern des heutigen Finals und trotzdem noch, ja, genau, der Wissendste, ja, mit dem größten Wissen, ja, schachliches Wissen muss er heute beweisen, aber ansonsten, Werner Reichenbach, auch ein Berliner großes Talent von SC Schwante zurzeit. Eine Tafel Schokolade, bitte. Ich verschenke es ja sowieso. Naja, dann musst du aber die Nummer dahinter sagen, die da steht. Richie.
Warte mal, ich helfe dir. Jetzt mal bitte. Die vier. Muss ich jetzt sagen? Ja. Nee, das ist okay. Du brauchst keine Rede halten, das kannst du nachher machen. Nächster Teilnehmer, auch zurzeit spielberechtigt, aber auch ganz lange schon Berliner Schachverband verbunden. Auch zwei Top-Turniere und zwei, ja, aber auf jeden Fall in allen Turnieren Grand Prix-Punkte gesammelt. Fleißig. Michael Schulz, fleißiger Sammler. Und Marzipan, sehr lecker. Was haben Sie hier? 13. Die 13, die Glückszahl. So, dann auch in drei Grand Prix-Turnieren genug Punkte gesammelt hat Dr. Wolfram Heinrich vom Schachclub Zehlendorf. Die neuen. So. Ja, Platz 11 in der alle Turniere, nee, bis auf ein Turnier alle Turniere gespielt und in der Zeit auch mächtig gesammelt. Zwar manchmal auch null, aber trotzdem insgesamt genügend Punkte gesammelt fürs Finale, Vitali Major. Die 5. Die 5. Ja, dann nur aus zwei Turnieren und trotzdem genügend Punkte gesammelt und jetzt und gerade geworden Berliner Schnellschachmeister, dafür auch nochmal meinen herzlichen Glückwunsch, Martin Krämer von den Schachfreunden Berlin. Ja. Die 12. Oh, und jetzt sind die 2 und die 3 zu vergeben. Na, ich würde sagen, ihr kommt hier vor, beide nach vorne. Ja, ich denke. Ich glaube, Robert Rabiger, Ilja Schneider, Wildcard-Inhaber und die Nummer 13 der Rangliste suchen sich jetzt aus. Die Auswahl ist nicht mehr die beste, aber okay. Also ich hätte die 3. Rabiger, die 2, Schneider, die 3. Okay. Alles klar. Gut. Dann können wir gleich können wir uns gleich setzen zum. Thank you.
Ja.
Das gibt es alles. Ich habe schon was verloren.
Ja.
Thank you.
so sauber macht.
Thank you.
Thank you.
So. Gut. Okay, das ist jetzt schon mal ordentlich. Ja, das fehlt noch. Okay, also kurz vor der letzten Runde. Ich möchte also darum bitten, dass vielleicht zur Siegerehrung alle da bleiben. Also zurzeit ist der Zwischenstand nach 12 Runden, also eine Runde vor Schluss. Raviga 10,5 vor Krämer 10, Schneider 8, Stern 8, Meister 7, Kalinicev 6,5, Wendt 6. Das sind zurzeit die, die in den Preisrängen wären. Dahinter aber knapp, dahinter Paulsen mit 5,5, Reichenbach mit 5. Ja, Rest kann sich selbst draußen vorgehen. Ja? Wollte ich nur kurz sagen, wer jetzt auch in die Preisränge kommen kann. Also, viel Erfolg in der letzten Runde. Schwarz drückt die Uhr, Retter frei. Thank you.
Okay.
Thank you.
Jetzt geht es.